Wir sollten ab jetzt keinen Kontakt mehr haben. Okay? Das ist einfach das Beste, wenn wir uns voneinander fernhalten, weil ich muss jetzt einfach meine Beziehung retten, verstehst du? Also es gibt keine heimlichen Treffen mehr, keine geheimliche Tuerei mehr. Ich muss mich jetzt einfach darauf konzentrieren, Dean wieder einzufangen, wenn es nicht schon längst zu spät ist, verstehst du? Guten Morgen. Connor, es reicht, dass mein Freund nicht mehr mit mir redet. Olli, was erwartest du jetzt? Mitleid? Also ganz im Ernst, wie viele Chancen hat dir Dean gegeben? Und als Dank dafür triffst du dich hinter seinem Rücken mit Miguel. Gott, kannst du dir vorstellen, wie es ihm gerade geht? Der ist komplett am Ende, der Junge. Hast du irgendwas von ihm gehört über das Wochenende? Weißt du, wann er wieder zurückkommt aus Duisburg? Miguel. Ganz ehrlich, es ist zu spät. Okay, dann lass es einfach. Lass es einfach, Connor. Ich habe gerade echt keinen Kopf für Connors Rumgezicke. Und noch viel weniger für Miguel. Unsere heimlichen Treffen sind schließlich der Grund dafür, dass Dean so sauer auf mich ist. Es bringt mich fast um, nicht zu wissen, wie es jetzt mit mir und Dean weitergeht. Können wir miteinander reden? Dean! Dean! Ja. Ey, es tut mir leid, okay? Ich hätte dich nicht anlügen dürfen und ich hätte auch mich nicht mit Miguel treffen sollen, heimlich. Bitte, kannst du mir bitte verzeihen? Ja, klar, ich verzeih dir. Es tut mir leid. Ja, ich war ein paar Tage weg und ist alles wieder cool. Was denkst du? Wie stellst du dir das vor? Nur weil ich ein paar Tage weg bin, denkst du, alles ist cool, ich verzeih dir? So wie jedes Mal? Aber nein, ich kann das nicht mehr. Ich meine, wie oft willst du dich doch bei mir entschuldigen? Wie oft willst du mir sagen, dass du dich nicht mehr mit ihm triffst? Wie oft? Verstehst du? Ich ertrage das alles nicht mehr. Und wie soll es jetzt weitergehen mit uns beiden? Wir bleiben schon auch zusammen, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt auspacken will. Also musst du nicht arbeiten oder so? Ciao. Wow, ich habe echt gehofft, dass Dean sich in Duisburg etwas beruhigt, aber anscheinend ist er immer noch genauso wütend und verletzt wie davor. Und das Schlimme ist, dass ich ihn einfach verstehen kann. Ich hoffe einfach, dass ich mit meinen Lügen jetzt nicht alles verkackt habe. Ist es nur ein Gefühl? Gut, das 17.7 wird es mir jetzt neu. Warst du mal irgendwie einen Blinker setzen, wenn du schon ohne Handbremse fährst? Von daher, was ist los? Bist du ja ganzen Tag schon irgendwie unkonzentriert? Wenn du auf Arbeit bist, vielleicht mit Lichter machen, aber ist das doch normal? Was ist denn los? Unten im Crossfit warten irgendwelche Kunden, ich übernehme das hier, ja? Ach so, Frauen, die dünsten mal wieder. Leg mal lieber aus dem Raum, wa? Kann doch nicht wahr sein. Dean, als er wieder zurück, konntet ihr mit Ihr habt miteinander gequatscht. Und? Gibt's Neues? Er war so verletzt und unendlich enttäuscht. Er meinte, dass er mir nicht mehr vertrauen kann. Mann, Miller, ich hab's komplett verkackt. Mit meinem ständigen Gelüge, was... Aber ich will ihn doch überhaupt gar nicht verlieren. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Er hat mich einfach vor die Wahl gestellt. Ich sollte mich zwischen ihn und meinem Bruder entscheiden. Weißt du, wie schwer das war? Den Mann, den ich liebe, und mein Bruder, meine Familie, die einzige Familie, die ich habe, die einzige Familie, die überhaupt was mit mir zu tun haben möchte. Und jetzt habe ich einfach nur Angst, dass er sich trennen will. Das könnte ich nicht ertragen, Miller. Ich hab's ja an sich schon tausendmal gesagt. Ich weiß, das ist jetzt auch eine alte Leier, aber Lügen machen alles kaputt. Sie zerstören alles. Ich meine, guck mich an, was geht gerade bei mir ab. Ich hoffe, dass sie das irgendwann wieder gerade kriegt und dass sie nochmal zueinander findet. Und Dean liebt dich ja auch. Aber Olli, ich glaube, das war zu viel des Guten. Diese Rumlügerei ist nicht geil. Ich weiß nicht, ob das zu viel war. Er muss mir aber verzeihen. Ich werde ihn nicht aufgeben.
Ich werde um unsere Beziehung kämpfen. Sehr gut. Mach das, mein Schatz. Ich unterstütze dich bei allem, ja? Du bist schon mal ein guter Weg. Danke. Sehr stark. Geht's dir soweit gut? Ist alles okay? Ja, ja. Ich komme gleich. Okay. Jo. Hey, es gibt wohl schon mal, wie es dir geht. Soll's mir gehen, Alter. Immer noch scheiße. Okay. So, einerseits liebe ich Olivia und andererseits bin ich mega enttäuscht, weil ich habe ihr so oft verziehen. Und die hat mich so oft angelogen. Verstehst du? Die hat mir geschworen, dass sie ihr Bruder nie mehr trifft. Und was passiert? Ich erwische die beiden richtig froh am Strandbad. Geile Sache, oder? Das Ding ist, was ist das? Das hat Patrice gemacht. Das ist cool, oder? Nee, das ist absolut nicht cool. Das Ding ist, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die nur noch Scheiße baut. Ich meine, überleg mal die Sache mit Tristan, Fahrerflucht und jetzt das mit Miguel. Was ist mit der? Das frage ich mich auch, Alter. Was ist los mit der? Aber guck mal, ich bin auch nicht gerade der Unschuldslamm. Unschuldslamm, Alter. Ich bin auch gerade nicht so ein Unschuldslamm. Muss man überlegen, der Ausrutscher mit Amelie, die Fahrerflucht, daran bin ich genauso schuld wie sie. Also die Fehler nur bei ihr zu suchen, wäre mega unfair. Ich habe doch über lange nachgedacht. Und ich bin zum Entschluss gekommen, dass das alles, was jetzt gerade abgeht, nur damit zu tun hat, dass ich quasi das von ihr verlangt habe, dass sie keinen Kontakt mehr mit ihrem Bruder haben soll. Aber stell dir mal vor, sie würde das von mir verlangen. Ich habe sie quasi in seinen Armen getrieben. Das ist völliger Quatsch. Du kannst doch nicht Miguel mit deinen Schwestern vergleichen. Also, keine Ahnung. Miguel möchte was mit seiner Schwester haben. Miguel steht auf seine Schwester. Also, das kannst du ja nicht miteinander vergleichen. Ja, ich hab's verstanden. Ja, gut. Ja, aber schau mal. Ich weiß einfach nicht, was ich denken soll. Ich bin mir bei gar nichts mehr sicher. Du merkst doch, wie gestört ich gerade bin. Das ist gerade alles komisch, Alter. Das ist gerade alles mega. Aber sei dir auf jeden Fall sicher, egal was du machst, egal welche Entscheidung du triffst, ich bin da für dich. Immer. Mann, es ist alles gerade viel zu viel. Ich meine, auch wenn ich Olivia liebe und auch wenn ich sie nicht verlieren will, kann ich überhaupt noch mit ihr zusammen sein? Denn mit einer Sache hat Connor recht. Wie soll ich ihr nochmal vertrauen? Ich weiß, dass ich es tun muss. Ich muss den Kontakt zu Miguel abbrechen, um meine Beziehung zu retten. Aber es fällt mir verdammt schwer. Olli. Hey, komm rein. Wo warst du? Ich habe mir voll die Sorgen gemacht. Du hast dich das ganze Wochenende nicht gemeldet. Ist alles gut? Ich habe mega das schlechte Gewissen, dass Dean uns im Strandbad erwischt hat. Was ist denn jetzt Sache zwischen dir und Dean? Willst du was trinken? Nee, setz dich. Um ehrlich zu sein, geht's mir überhaupt nicht gut. Das mit Dean, das nimmt mich schon echt mit. Und nein, danke, ich will nichts trinken. Ich habe schon genug getrunken auf Arbeit. Okay. Ja. Erzähl doch, was ist mit dir und Dean? Olli, erzähl mir, was los ist. Pass auf. Wir sollten ab jetzt keinen Kontakt mehr haben. Okay? Das ist einfach das Beste, wenn wir uns voneinander fernhalten, weil ich muss jetzt einfach meine Beziehung retten, verstehst du? Also es gibt keine heimlichen Treffen mehr, keine geheimliche Tuerei mehr. Ich muss mich jetzt einfach darauf konzentrieren, Dean wieder einzufangen, wenn es nicht schon längst zu spät ist, verstehst du? Das kannst du doch nicht machen, Olli. Wir sind Geschwister. Du bist die Einzige, die ich hier in Berlin habe. Auf diesem ganzen scheiß Kontinent. Unser Bruder und
deine Mutter wollen auch nichts mit mir zu tun haben. Willst du mich jetzt etwa auch noch verstoßen? Das kannst du doch nicht machen. Nur weil Dean in seinem beschissenen Wahn das so will, das... Miguel, das mag ja alles sein, okay? Aber mir bleibt jetzt nichts anderes übrig. Ich könnte das niemals verkraften, die nicht mehr in meinem Leben zu haben, verstehst du? Die Beziehung, die ich zu ihm habe und er, das ist das Wichtigste, was ich habe. Ich will das nicht verlieren. Deswegen, ich habe mich entschieden, endgültig. Okay. Ich möchte auch bitte, dass du das akzeptierst. Ich will, dass wir einfach keinen Kontakt mehr zueinander haben. Olli. Bitte. Was mache ich denn jetzt? Ich kann ohne diese Frau nicht leben. Ich liebe sie doch. Miguel so zurückzulassen, so verletzt und so allein. Alter, das tut scheiße weh, okay? Obwohl es mir gerade mega schwer gefallen ist, hoffe ich einfach nur, dass ich meine Beziehung dadurch retten kann. Alles nur passiert, denn wir waren so fett. Dean, komm doch mit rein. Du wolltest mit mir reden. Ja. Pass auf. Es tut mir alles so unendlich leid. Wirklich. Ich bin ganz alleine für alles verantwortlich, für all die Streits in unserer Beziehung. Und ich hätte dich niemals anlügen dürfen. Bitte hasst mich nicht dafür. Ich hasse dich doch nicht. Ich könnte dich niemals hassen. Ich bin einfach nur enttäuscht, Olivia. Nur enttäuscht. Das kann ich komplett verstehen. Ich kann auch verstehen, dass du wütend auf mich bist. Ich hab's halt einfach übertrieben und ich will, dass du weißt, dass du bist der einzige Mann für mich. Für dich würde ich wirklich alles tun, Dean. Alles. Und ab jetzt, ich verspreche dir Folgendes, ich werde nie wieder lügen. Und ich habe auch den Kontakt zu meinem Bruder komplett abgebrochen. Okay. Ich bin mutig. Das geht nicht, Olivia. Du merkst doch selber, dass wir uns beide nur noch wehtun. Ich kann so eine Beziehung nicht führen. Wenn wir beide ehrlich zu uns sind, dann ist es doch so, dass unsere Beziehung irgendwo hinführt. Verstehst du? Auch nicht. Boah, ich fasse es nicht, dass ich das jetzt sage, aber... Dann sag's nicht. Sag's bitte nicht. Es ist vorbei, Olivia. Endgültig, okay? Und? Lass bitte noch mal über alles reden, okay? Es geht nicht mehr. Am besten, du packst deine Sachen. Und du ziehst aus, okay? Hör mal, ich weiß, es ist mega viel verlangt, aber noch mehr wäre es doch verlangt, wenn wir uns jeden Tag sehen müssen, wenn wir hier zusammen wohnen. Mach das, Olivia, mach das einfach, okay? Mach das. Wie konnte ich es nur so weit kommen lassen? Ich habe das Beste verloren, das ich je hatte. Was soll ich denn jetzt ohne Dean machen? Bis dahin bin ich einfach da für dich, okay? Und Danny auch. Wo ist der überhaupt? Weiß es nicht. Okay, und jetzt isst was. Ja, danke, Mann. Aber ich kann wirklich nicht. Ich muss die ganze Zeit daran denken, was ich verloren habe. Weißt du? Ich habe Olivia wirklich geliebt. Mehr als alles andere je zuvor. Das alles gar nicht wahr, was gerade passiert, Mann. Wie konnte sie mir das nur antun? Sie hat alles kaputt gemacht. Ja, weißt du, so ist es halt am Anfang von der Trennung. Das tut hart weh und
keine Ahnung, du denkst, es zerreißt dich komplett, aber im Endeffekt wird es irgendwann wieder vorbeigehen. Und deswegen ist es auch super, dass Olivia jetzt auszieht. Weißt du, weil so schlimm das auch ist, kann jeder die Trennung mal für sich verarbeiten, weißt du? Ja, das war die richtige Entscheidung. Trotzdem tut das richtig weh, Alter. Ich bin so froh, meine Freunde zu haben. Aber auch wenn sie mich ablenken, tut es trotzdem mega weh. Ich meine, ich habe mich von Olivia getrennt. Was für eine Scheiße. Olli. Hat die mit dir Schluss gemacht? Ist Miller da? Nee, ist sie nicht. Bleib doch erstmal hier. Miguel, Mann, du musst mich doch komplett hassen. Nachdem ich dir gesagt habe, dass ich nichts mehr mit dir zu tun haben will. Und jetzt tauche ich hier auf und... Ich hasse dich natürlich nicht. Mann, ich kann dich doch verstehen. Du standest vor einer unmöglichen Entscheidung. Und ich hab dir schon längst verziehen. Du kannst natürlich hier im Loft bleiben. Und die anderen werden mit Sicherheit auch nichts dagegen haben. Also komm rein. Warum solltest du bei mir schlafen? Dein altes Zimmer ist noch frei. Es tut mir mega leid, dass die mit dir Schluss gemacht hat. Wirklich. Aber auf mich kannst du dich verlassen. Ich bin für dich da, okay? Ich finde es echt gut, dass du jetzt erstmal hier bist. So kommst du schneller über die hinweg. Und du musst dir nicht jeden Tag über den Weg laufen. Mann, das wäre die reinste Folter für dich. Und jetzt, wo du hier bist, werde ich dich ablenken, okay? Versprochen. Der hat einfach gesagt, dass er mir nicht mehr vertrauen kann. Und er meinte, es ist das Beste, wenn ich einfach ausziehe. Ja, das ist jetzt echt scheiße gelaufen. Aber jetzt bist du hier, bei mir. Und wir versuchen, das Beste draus zu machen, okay? Danke. Nicht dafür. Komm. Nimm's mir nicht übel, aber ich wäre jetzt dann auch gerne alleine. Na klar, ich gehe dann auch rüber in mein Zimmer. Brauchst du noch irgendwas? Bettzeug? Nee, ich mach das selber nachher. Aber danke, okay, dass du für mich da bist. Immer. Dann schlaf gut, okay? Danke. Klar tut es mir leid, dass Olivia gerade so leidet. Aber es hätte nicht besser laufen können. Mein Plan ist am Ende doch noch aufgegangen. Und Dean, der hat es sich einfach selbst verkackt. Endlich ist der Weg frei für uns. Ich würde gerade am liebsten überhaupt gar nicht existieren. Ich habe einfach alles verkackt mit meinen Lügen. Ich habe die Liebe meines Lebens verloren. Schmitty, wo ist Danny? Was, Danny, da? Da. Ja, Danny, da. Lebt er noch? Sieht nicht gut aus. Olsen, pass auf dich auf, okay? Mann, mir ist die ganze Scheiße komplett egal. Das wäre sehr armselig, okay? Würde ich einem Typen hinterherrennen. Das ist einfach nicht mein Stil und nicht meine Art. Hm. Was machst du da? Siehst du doch, oder?